Begrüße Sie sehr herzlich zur Andacht am Ewigkeitssonntag. Das ist ein Tag, an dem wir auf der einen Seite nach vorne blicken, auf das, was Gott mit dieser Welt vorhat, was sein wird, wenn er wiederkommt, was es bedeutet, auf ihn zu hoffen, den Weg treu mit ihm zu gehen. Ewigkeitssonntag ist ein Bilanztag, aber auch ein Tag voller Zuversicht für uns als Christen. Ein Tag der Freude auf etwas ganz Neues, von dem viele Bibeltexte und Lieder erzählen und der doch als Glaubensgut für uns schwierig anzunehmen ist, gerade als aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts. Einfacher zugänglich ist der heute ebenfalls begangene Totensonntag, denn wir gedenken, wie jedem Jahr in der Kirchengemeinde Land auf Land ab, der Verstorbenen des zu Ende gehenden Kirchenjahres. Da werden traditionell noch einmal ihre Namen gelesen. In den Kirchen und auf den Gräbern werden Lichter angezündet. Manche Familien besuchen noch einmal das Grab, treffen sich, verbringen Zeit miteinander. Sie erinnern sich, erzählen Geschichten von dem, der jetzt fehlt, und erleben beim Essen noch einmal, wie gut all das war, was damals die Verstorbene gekocht hatte. Dieser Tag ist nicht einfach, denn er enthält die ganze Bandbreite an Trauer. Auf der einen Seite sind da jene, bei denen der Alltag schon wieder eingekehrt ist. Aber da sind auch viele, die immer noch sortieren, nachdenken, die Antworten suchen. Viele, die sich schwer damit tun, loszulassen. Viele, bei denen es immer noch wehtut. Da sind manche, die hadern und um Verständnis ringen. Und auch jene, die einfach immer noch einen Arm brauchen, der sich um sie legt, wo Menschen da sein müssen, die immer wieder die gleichen Geschichten mit Geduld anhören, weil die Tatsache, dass ein Mensch fehlt, immer noch zu sehr schmerzt. Und da sind auch Menschen, denen nach vielen Jahren immer noch eine wetterfühlige Narbe geblieben ist, die immer wieder mal daran erinnert, da war mal jemand und der war mir ganz wichtig. Da war mal jemand und es berührt uns immer noch, an diesen Menschen zu denken. In der Bibel gibt es Texte, die genau diese Situation der Trauer nachzuzeichnen scheinen. So klingt es auch am Ende des Danielbuches, wenn es heißt, es wird eine Zeit der Not sein. So eine Not hat es noch nie gegeben, seit es Völker gibt. Zu der Zeit wird jeder aus deinem Volk gerettet, der in dem Buch aufgeschrieben ist. Von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele vom Tode erwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Die Einsichtigen werden leuchten wie der taghelle Himmel, und alle, die anderen den Weg gezeigt haben, werden glänzen wie die Sterne für ewige Zeiten. Der Text spricht im Grunde vom Ende der Welt und vom Gericht am Ende der Zeiten. Aber erstmals im Alten Testament wird nicht nur ein endgültiges Ende gesehen, sondern auch für jene, die vor uns waren, ein Neubeginn, eine erste Auferstehungshoffnung. Wenn wir diesen Text hören, fällt auf, er berührt sich sehr eng mit diesem Tag. Er spricht gleich am Beginn von einer Zeit der Not. Etwas passiert, was das Leben schwer macht und auch dem eigenen Leben schaden kann. Eine Not, die nicht wohltut. So eine Zeit kennen wir ja vielfach schon vor dem Tod eines Menschen, wenn manche lange krank liegen und Pflege brauchen. Leisten kann man diese Pflege zu Hause, dann kann das zur Not werden, wenn man Tag und Nacht mit da sein muss, oft ungewiss, wie der nächste Tag sein wird. Nicht wenige haben gespürt, wie die eigene Kraft irgendwann auch mal an die Grenze kommt, wie man irgendwann spürt, ich kann nicht mehr.
Da ist eine Zeit großer Not, wenn der Tod zu schnell ins Leben tritt, wenn er unvorbereitet und viel zu früh kommt, sogar einen jungen Menschen trifft. Es ist dann eine große Not voller Fragen und Schmerz. Große Not bleibt dann lange im Haus, wenn so viele Hoffnungen verloren gehen. Aushalten kann man das oft nur. Stille Not, Tag für Tag. Und manchem auch so groß, dass sie ihm oder ihr unbegreiflich und unbeschreiblich bleibt. Der Moment des Begräbnisses versucht zu klären, was jetzt noch ist, was bleiben kann, worauf man hoffen darf. Er möchte bei allem Schmerz auch helfen, den Blick zu heben, nicht nur auf das Grab zu schauen, nicht immer neu den Toten zu sehen, nicht mal den Blick zurückzuwenden. Die Gefahr, dass der eigene Weg dann schief wird, man sich im Dunkel verirrt, ist groß. Beim Abschied in der Kirche und am Grab blicken wir darum darauf, auf den Reichtum der gelebten Jahre, wo wir schauen auch auf das, was noch gefehlt hat, wo die Bruchstellen waren, wo die Not im Leben gewesen ist. Manchmal ist es ja gerade das, was besonders wehtut und im Nachhinein zur Not wird. Denn der Tod sagt, nun bekommen wir es nicht mehr, nicht gesagt, nicht wieder, nicht repariert. Alles muss gesagt und getan sein, alle Fragen gestellt. Vom Buch des Lebens spricht hier der Prophet. Und wir mögen es in der Trauerzeit als das Buch in den Händen halten, was uns vom Leben dessen erzählt, der gegangen ist. Etwas bleibt. Alles in allem ist da ein ganzes Lebensbuch. Und das ist in Gottes Händen gehalten. Die Zeit der Not, die der Prophet beschreibt, hat aber auch den Blick noch auf etwas ganz anderes gerichtet. Erstmals im Alten Testament eben nicht nur auf einen Moment endgültigen Abschieds, sondern auf eine Ahnung von Leben. Das Erde zu Erde am Grab ist nicht alles. Für Gott kommt noch mehr, eben in der Zeit, die Daniel sieht. Es ist für ihn der Moment, den wir im Glaubensbekenntnis beschreiben mit dem Satz, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das Wiederkommen wird hier auch eine Zeit sein, die Daniel als Notzeit erkennt, so wie wir sie erleben beim Loslassen, bei uns eines Lebens, das uns vertraut war, und bei Daniel einer ganzen Welt, unserer Welt, die ihre Zeit gehabt hatte, die ihre Chancen hatte. Das Loslassen dessen, was bislang immer so war, das seine Bahnen in unserem Leben zog, ist für Daniel an ein Ende gekommen, das sieht er hier. Doch er sieht auch, wie es neu wird. Das Loslassen dessen, was immer so war, was uns ja so schwer fällt, hat bei Daniel eine Verheißung. Es ist schwer, weil es vorüber ist, wie ein wundervoller Umzug bei einem großen Fest, der an uns vorbeigezogen ist. Jetzt verklingt die Musik und die Farben werden blasser und wir bleiben zurück. Es lassen zu müssen, sehen, dass wir es nicht halten können, das ist Not. Daniel sieht diese Not, wenn Gott die Welt, wie sie war, loslässt. Aber eben nicht, damit alles ins Nichts vergeht, so als sei das Leben und alles, was es war, sinnlos und vergeblich. Nein, es geht darum, genau zu schauen, danach zu sehen, was bleiben darf. Das Beste soll vor Gott bestehen. Das Beste will er halten in diesem Moment seiner Neuschöpfung, diesem Moment des Gerichts. Und wir machen es im Grunde ja genauso. Wir schauen auch das Leben unseres Vaters, unserer Mutter, das Leben von Bruder und Schwester, von Kind und Freund an und bewahren schlussendlich doch nur das, was gut und schön war, was uns tragen und weiterbringen kann. Etwas, das taugt für unser nun ebenfalls in Teilen neues Leben. So schlägt eben Gott das Buch auf, in dem die Namen stehen, und sucht nach dem Guten, um es zu bewahren und am Ende noch schöner erstrahlen zu lassen. Er schaut auch auf das, was nicht trägt,
was schmerzt und das Leben beschwert. Es vergeht, hat keine Macht und keine Kraft mehr. Es ist vorbei. Für Gott hat es keinen Bestand, was ihm nicht treu war, was nicht dieser schönen Welt gedient hat, die er ins Sein gerufen hatte. Es bleibt am Ende nur das, was Kraft und Grund hat. Für uns heute, wie auch dereinst, wenn er wiederkommt, um alles neu zu machen und das Buch noch einmal genau durchzuschauen. Es bleibt das, was das Leben erhält, das, was uns orientiert, um den Weg zu finden. Die Einsichtigen werden leuchten wie der taghelle Himmel, und alle, die anderen den Weg gezeigt haben, werden glänzen wie die Sterne für ewige Zeiten. Was für eine Verheißung und was für ein Trost. Amen. Lassen Sie uns beten. Lebendiger Gott, wir bekommen unser Leben von dir geschenkt und am Ende kehrt es zu dir zurück. In diesem Vertrauen wollen wir heute an die denken, die wir verloren haben und schmerzlich vermissen. Wir legen dir unsere Trauer, unseren Dank und auch so manche Fragen, die ohne Antwort geblieben sind, in die Hände und wir bitten dich, mache du alles neu. Wisch die Tränen von unseren Augen und lass uns sehen, deine Zukunft für uns. So beten wir, wie uns Jesus gelehrt hat, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geleite sie Gottes Segen in die kommende Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns am kommenden Sonntag zum ersten Advent wieder. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.